Krawalle in Frankreich und mehr BAföG. Das ist Sina, ich bin Tien. Und das sind die Was geht auf Flash News. Nach dem Absturz des Malaysia Airlines Flugs MH17 in der Ukraine haben niederländische Ermittler damit begonnen, die Opfer zu untersuchen und zu identifizieren. Letzten Donnerstag war das Flugzeug auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ukraine vermutlich von einer Rakete abgeschossen worden und abgestürzt. Alle 298 Insassen des Flugzeugs kamen bei dem Absturz ums Leben. Wer die Rakete abgefeuert hat, ist weiterhin nicht geklärt. Unter Verdacht stehen die pro-russischen Separatisten, die pro-westliche Führung der Ukraine und Russland. Die Konfliktparteien beschuldigen sich gegenseitig, für den Abschuss verantwortlich zu sein. Der russische Präsident Putin versprach den Niederlanden, dass ihnen die sterblichen Überreste und der Flugschreiber übergeben werden. Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, drohte Russland mit Konsequenzen, falls nicht dafür gesorgt werden sollte, dass die Separatisten mit den Bergungsteams vor Ort kooperieren. Plünderer sollen Schmuck und Geldbeutel der Opfer mitgenommen haben, was ihre Identifikation zusätzlich erschwert. Am Freitag haben wir einen Short über den Flugzeugabsturz gemacht. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Seit der Eskalation des Gaza-Konflikts in Israel kam es im Pariser Vorort Sarcelles mehrfach zu Ausschreitungen gegen jüdische Einwohner, bei denen Autos in Brand gesetzt und Läden geplündert wurden. In Sarcelles leben viele jüdische Einwohner, weshalb die Ortschaft auch Klein-Jerusalem genannt wird. In dem Pariser Vorort Garches-Légonesse wurden am Sonntag Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen. Der Brand konnte allerdings schnell gelöscht werden. Die Polizei nahm inzwischen 18 Verdächtige fest, die gegen den Militäreinsatz Israels im Gazastreifen protestierten und randalierten. Am Montagmorgen äußerte sich der französische Innenminister Bernard Cazeneuve zu den Vorfällen und sagte, wer eine Synagoge schändet oder eine Bäckerei anzündet, weil sie einem Juden gehört, begeht eine antisemitische Tat. In Israel sind heute wieder Hamas-Kämpfer durch selbstgegrabene Tunnel in israelisches Gebiet vorgedrungen. Das Militär tötete mindestens 10 Eindringlinge. International wird Israel immer mehr für seinen Militäreinsatz kritisiert, weil dabei Zivilisten und Kinder gestorben sind. Der US-Zigarettenhersteller R.J. Reynolds wurde von einem Gericht in Florida dazu verurteilt, der Witwe eines Kettenrauchers über 23 Milliarden Dollar Schadensersatz zu zahlen. Das sind umgerechnet ca. 17 Milliarden Euro. Der Mann der Klägerin Cynthia Robinson hatte mehr als 20 Jahre lang täglich bis zu 3 Päckchen Zigaretten geraucht. 1996 starb er dann im Alter von 36 Jahren an Lungenkrebs. 2008 verklagte Robinson die Zigarettenfirma, die unter anderem Zigarettenmarken wie Camel, Pall Mall oder Natural American Spirit herstellt. Sie warf dem Unternehmen vor, die Gefahren des Rauchens verheimlicht und auch nicht auf die Suchtgefahr hingewiesen zu haben. J. Jeffrey Raborn, der Vizepräsident des Tabakkonzerns, will nun das Urteil anfechten. Es gab in der Vergangenheit schon mehrere Schadensersatzforderungen gegen verschiedene Tabakfirmen, die aber häufig durch Berufungsverfahren abgewendet werden konnten. Heute wurde bekannt gegeben, dass Fachschüler und Studierende ab Herbst 2016 7% mehr BAföG bekommen sollen. Das bedeutet, dass Studenten in Zukunft statt 670 Euro 735 Euro monatlich als Höchstsatz bekommen können. Gleichzeitig soll auch der Einkommensfreibetrag der Eltern um 7% steigen. In Deutschland bekommen Studenten nämlich nur dann BAföG, wenn das Gehalt der Eltern unter einem bestimmten Betrag liegt, sodass sie ihre Kinder nicht selbst fördern können. Durch diese Änderung haben in Zukunft über 110.000 mehr Studenten und Schüler Anspruch auf eine Förderung durch BAföG. Außerdem soll auch der Wohnungszuschlag von 224 auf 250 Euro monatlich angehoben werden. Das letzte Mal, dass die BAföG-Summe erhöht wurde, war 2010. Die Grünen und die Linken kritisierten, dass die Erhöhung zu gering ist und zu spät umgesetzt wird. Am Wochenende sind mindestens 15 Menschen in Deutschland beim Schwimmen im Meer oder im See gestorben. Diese Zahl könnte sich noch weiter erhöhen, da noch einige Personen vermisst werden. Immer wieder ertrinken im Sommer Menschen beim Schwimmen, weil sie ihre Fähigkeiten überschätzen. Besonders häufig sind die Opfer Männer über 50. 2013 sind fast 500 Menschen im Zeitraum zwischen Juni und Mitte August in Deutschland ertrunken. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG fordert deshalb besseren Schwimmunterricht und mehr Rettungsschwimmer an beliebten Badeorten. Was haltet ihr von der hohen Schadensersatzsumme für die Raucherwitwe? Wie findet ihr es, dass mehr BAföG gezahlt werden soll? Ist die Summe ausreichend? Was sollte eurer Meinung nach unternommen werden, damit es weniger tödliche Badeunfälle gibt? Schreibt uns eure Ansicht unten in die Kommentarbox rein. Hier oben findet ihr zwei weitere Videos. Unter Sina könnt ihr abonnieren. Und hier unter Tien findet ihr Textkalibur für Gaming, Nerdstuff und Co. Und in der Videobeschreibung wie immer alle Social Media Links und unsere Kanäle. Genau, das waren die Was geht ab Flash News. Und wir haben Hitze frei. Yeah! Woohoo! Eis!